Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von 3It, dem Minecraft Megamod. So, ich bin hier in einer anderen Welt, an einem anderen Platz, weil ein neues Update rauskam und manche Dinge in der alten Welt immer noch falsch, also schlecht funktionieren. Zum Beispiel gehen die Fackeln jetzt wieder. Das ging in der anderen Welt auch mit dem neuen Update nicht. Und ja, sie gefiel mir einfach nicht. Es war nur eine Südseeinsel und so. Jetzt habe ich hier einen Südseestrand, riesige Bäume und ein schöner Berg und so weiter. Und hier habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe eigentlich nur die langweiligen Sachen gemacht, wie hier anpflanzen, meinen, Holz sammeln und ja, unsere erste Ausrüstung zusammen machen. Jetzt machen wir weiter. Also, das habt ihr ja schon in der anderen Welt gesehen, was wir jetzt gemacht haben. Jetzt habe ich hier noch Kupfer gemacht. Die kann man wahrscheinlich jetzt zu einem Weir machen. Weir, glaube ich, heißt es. Und jetzt brauchen wir noch, wie heißen sie? Gummibäume. Also vor allem Gummi. Zum Isolieren. Dazu gehen wir mal hier irgendwo nach oben. Ich habe hier irgendwo hinten, ein bisschen weiter weg, ein paar Gummibäume gefunden. Wenn man die haben. Ah, ich gehe noch mal kurz zurück. Noch kurz Wasser einfüllen und dann eine Axt mitnehmen. So. Wo haben wir die Sachen? Hier. Also eine Axt. Wir nehmen mal zwei Äxte mit, weil der Tree Captor braucht relativ viel Axt Power, also Haltbarkeit. Oder nein, das ist nicht Tree Captor, das ist das andere. Also der Einzelspieler-Mod. Vom Holzfäller-Mod. Oder ist es hier Tree Captor und auf dem Service Tree Assistant, glaube ich, ja. So herum ist es. Da drüben hat es ein blauer Baum. Hier hat es Dornbüsche, die nehmen wir mal mit. Dann spießen wir uns auf. Mit dem Killerstacheln. Ich habe bis jetzt noch keinen Horrorfilm gesehen, wo man von Büschen durchbohrt wird. So, einen haben wir und wir haben eigentlich auch genug Setzlinge. Hat es hier irgendwo einen noch in der Nähe? Nein? Wirklich? Nein? Ganz nein? Schade. Dann gehen wir zurück und pflanzen die mal an. Und das Gummi brauchen wir dann für die Isolierung, für das Kabelgummi. Nein, nicht Schwanzgummi. Lol, da hat einen Baum. Hä? Hey Schwein, wieso hast du einen Baum auf dem Kopf? Ah, das ist ein Hut. Treehut. Ja, die sind irgendwo in einem anderen Inventar. Das müssen wir dann noch herausfinden, wo. Diese Cotton Plants können wir auch mal nehmen. Kann man da irgendwie Cotton rausnehmen? Ah, Strings kann man so, sofort rausnehmen. Okay. Gut. Die Cotton Plants kann man sicher auch irgendwie anpflanzen. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich habe jetzt mal hier kein Ding gemacht. Waypoint, weil es stört mir halt, wenn ich in der Nähe von einem Waypoint bin. Darum habe ich einfach beim Spawn gemacht. Ich weiß, wo das vom Spawn her das Zeug ist. Wenn man Rubberwood kocht, was bekommt man dann?
Ja, was ist das? Jungle Wood. Das ist für was brauche ich Jungle Wood? Da habe ich keinen Platz mehr. Ich nehme mal die Büsche raus. Hat's noch einen Busch? Da unten. So. Ja, die brauche ich nicht reinzulegen. So, pflanzen wir die mal an. Die sind wichtig. Man braucht viel Gummi in diesem Mod. Ich habe mir Demodom schon ein bisschen angeschaut, was es da für Sachen gibt. Und es gibt recht coole Sachen, also. Das ist einfach geil. Was können wir noch rausnehmen? Wir können mal die Seeds rausnehmen. Und die Seeds hier anpflanzen. Die sind 29, die sind 86. Okay. Gut, wenn das schon wieder anfängt. Ich müsste mal Optifine installieren, wenn man das kann beim Modpack. Ich habe aber nur 2 Rubber. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja, jetzt müssen wir warten. Wir könnten aber irgendwo in eine Höhle gehen. Ich habe hier nämlich auch eine Höhle, da war ich gar noch nie drin. So, schauen wir mal in diese Höhle. Hier hat es zum Beispiel Essenz. Okay. Ah nein, Schwarzen, das. Das ist 2 Peter. Das ist gut zum Essen. Macht sehr, sehr schlank. Und Salpetersäure macht, dann kann man das gut essen, dann wird man schlanker und hat weniger Gewicht. Dann ist man nur noch die Knochen, dann ist man ein Skelett. Ja toll, kann ich nicht sagen. Ah, ich habe ja Eisen. Spitzhacke. Das auch noch. Was haben wir hier? Schon wieder Gravel. Ich will kein Gravel. Wobei, für die Wege ist es schon gut. Leckt das irgendwie? Ach, der Server leckt irgendwie. Also der Server, das ist ja Einzelspieler, aber es wird über einen LAN-Server gemacht. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn Einzelspieler, will ich Einzelspieler spielen und nicht LAN-Server gleichzeitig. Auch wenn es dann auch kein Internet braucht, ist trotzdem ein Server. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Es wird dann später auch ein Multiplayer-Let's Play geben. Da möchte gern Cody mitmachen und wahrscheinlich Emma da. Und ja, wenn ihr auch mitmachen wollt, könnt ihr das. Wir machen es als Projekt, also dann hat jede Gruppe, die aufnimmt, ein eigenes Dorf. Da müsst ihr nicht unbedingt miteinander chatten, also ihr könnt auch einzeln. Aber ja, dass wir so ein Projekt machen. Das muss natürlich nicht jeder aufnehmen, aber die, die nicht aufnehmen, sollten einfach nicht die ganze Zeit auf dem Server spielen. Also ihr könnt schon auf dem Server spielen, aber nicht so, dass ihr dann die Aufnahme irgendwie, ja, völlig unsinnig macht, weil ihr dann alles farmt und so. Dass es ein bisschen gleichgewichtlich ist und so. Wir können leider momentan wahrscheinlich noch nicht Multiverse benutzen, aber wenn das geht, dann können wir eine einzelne Welt machen für die Let's Player. Und wie gesagt, schon im Ankündigungsvideo, bitte schaut das mal kurz. Es wird
whitelistet werden und ihr habt dann die Chance schon drauf zu kommen, aber ihr müsst euch beweisen und so. Ja, dazu müsst ihr eigentlich euch nur anmelden. Und mehr nicht. Quarrystone, Kalkstone. Nehmen wir mal den Schrott mit. Und eventuell geht 3-Ed auch nicht im Multiplayer, weil ich bekomme momentan keine Mods, also 4 Mods nicht installiert. Und ohne die kann ich den Server nicht starten. Wahrscheinlich werde ich einfach die Mods von 3-Ed alleine reintun. Also damit ihr dann schon die Mods habt von 3-Ed, einfach diese 4 Mods dann nicht. Und dann einfach ohne Launcher starten müsst, aber ich gebe dann eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum, damit ihr es auch machen könnt. Damit ihr auch das richtig installieren könnt, um dann mit auf den Server zu kommen. Weil ich mag es einfach nicht, wenn dann andere Leute raufkommen, die gar kein Deutsch können und nichts. Und dann einfach alles machen, was sie wollen, weil sie die Dinge nicht verstehen, die Sprache nicht verstehen, möchte ich nicht. Und deshalb ist es einfach whitelistet, damit ich kontrollieren kann, wer online kommt und wer nicht. Und ja. Dazu einfach mal Ankündigungsvideo euch bewerben und dann könnt ihr reinkommen, sobald ich euch freigeschaltet habe. So, ich habe hier verschiedene Holzarten und ich habe es jetzt einfach mal mit denen da gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich die hier nebendran setze. Ich werde die in irgendwo einem Wohnzimmer oder so machen. Und hier draußen werde ich die nehmen. Leider sind die sehr schwer zum bekommen, zum Abfarmen. Greatwood, das sind die, haben wir Setzlinge von Greatwood? Die müssten wir jetzt anpflanzen. Wieso habe ich hier Bäume drin? So. Wir brauchen Greatwood, nein, Witchwood, nein, Aloe, was, Aum, Redwood. Wir haben keine. Mist. Redwood, Greatwood. Wir haben keine Greatwood-Setzlinge. Wir haben alles, nur nicht Greatwood oder was. Das sind die anderen, Witchwood, genau. Ich hoffe, die wachsen, haben genug Platz. Die Akazien könnten wir auch mal kurz anpflanzen. Hier oben. So. Und hier. Und hier. So, das reicht. Und der Rest müssen wir halt dann sammeln. So, was haben wir sonst noch? Also Redwood brauchen wir nicht. Da haben wir genug Bäume. Pappeln habe ich gepflanzt. Japanese habe ich gepflanzt. Leafy Farn, das ist einfach ein Farn. Ja. Wir haben alle Setzlinge gepflanzt, die wir haben. Jetzt brauchen wir noch Gummi. Ah, jetzt haben wir einen neuen Baum. Wir werden sie am Anfang nicht aussaugen, sondern wir werden sie fällen, damit wir solche Bäume bekommen. So. Ein Tree Tap kann ich euch jetzt kurz zeigen.
dazu einfach so anordnen. Da habt ihr Tree Tab. So. Den Gummi machen wir hier rein. Und jetzt müssen wir warten. Ja. So, wir machen mal diese Büsche hier weg. Das nervt. Nicht drucken. Wegen was ist der Lüfter so, schon wieder so laut?